Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffin's Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Die Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? In anderen Worten, warum machst du nicht erstmal die ganze Drecksarbeit und wir kommen dann am Ende hinzu? Boston, 16. Dezember, 1973. Wir müssen den Zaun der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Gut, oh Moment, ich würde gerne die Maus aus dem Bild. Hui, so. Die Wachen erledigen. Ich meine, wir können natürlich immer wieder Verstärkung rufen. Technisch gesehen. Technisch gesehen müssen wir eigentlich unentdeckt bleiben. Wobei, das hat schon irgendwie so den Vibe an einer Schleichmission. Ey! Geht die ganze Zeit nach oben. Ich würde gerne das versuchen, irgendwie unentdeckt zu bleiben. Na gut. Wir schauen uns doch ein. Ups. Naja, nicht so schlimm. Ich glaube, die auf der anderen Seite haben es eh nicht bemerkt, also. Wir können aber jetzt gerade keine Verstärkung rufen, oder? Und wenn wir auf Dingens wechseln, auf Nee. Können wir gerade überhaupt nicht. Können wir eigentlich beide mit der Axt von hinten killen? Okay, Frage hat sich erledigt. Fuck, wie hätte ich den eigentlich als Deckung benutzen können? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Oh boy. Nice. Da sind sie weg. Oh. Da sind aber einige sehr erfreut über unsere Aktion. Soldaten! Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird. Ich helfe dir. Sag, was ich tue. Ah, Freund, ich glaube, das heißt für uns jetzt, wir sollen ein paar Gegnerhorden aufhalten erstmal, ha? So, ah, da sehen wir es ja, 3 von 100 zerstört. Kann man das eigentlich selber auch machen? Oh, ah, lol! Okay, ich muss mehr auf die Karte achten.
Nope. Mir. Shit, ich habe keine Waffe gerade ausgerüstet. So, runter. Beziehungsweise down. Oder? So, besser. Leute, gib mal ein bisschen mehr Gas mit dem T. Ach, noch mehr. Ja, wobei auf beiden Seiten kommen mehr Leute. Na komm. Schwimmen können sie ja nicht. Okay, auf der Seite ist auch wieder okay. So, oh shit, sollen wir helfen? Können wir überhaupt helfen, so richtig? Ich weiß nicht, wie ich die versenken kann. Ah. Okay, mit A werfen. Tiefes in Wasser werfen, Notrücke ins Wasser werfen. Luftattentat mit Muskete. Wow. Dafür müssen wir erstmal uns eine Muskete besorgen, überhaupt. Na gut, tun wir erstmal unseren Anteil daran, die Kisten zu versenken. Oder auch nicht. Shit. Mensch, Leute, entscheidet euch doch. Hey, 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 hey. Nice, einer ins Wasser gefallen. Komm und schlag mich doch. Ach, fick dich doch. Damit. Hat einer hier eine Muskete? Ja. So, was mit dir? So, wundervoll. Jetzt noch ein paar Leute ins Wasser werfen. Ach, fuck, habe ich nicht erfüllt. Na, schade. Es ist vollbracht. Das war eines neueste Missionen. Connor? Die letzte ist für dich. Besser, wir verschwinden hier. Keine schlechte Idee. Die Teeparty. War jetzt nett. Na gut, immerhin zwei Ziele erfüllt, ne? So, hier liegt aber ordentlich was rum an Leuchten. Wo können wir eigentlich als nächstes hin? Ist hier noch eine Mission? Nee, ist gar keine Mission mehr. Wie ich das richtig sehe. Ist dann für... Okay, hier sieht man das gar nicht. Wie kann man ranzoomen?
Spielzeug nicht. Oder ist gleich passiert was? Weil es gerade wird uns nichts angezeigt. Das ist ein bisschen irritierend. Da würde ich doch einfach mal vorschlagen, lassen wir einfach ja, die Dinger hier noch sammeln im Norden. Ist ein bisschen weit weg. Aber zum Händler würde ich doch gerne gehen. Und mir ein bisschen was besorgen. Denn wir haben jetzt Geld und das können wir sehr gut ausgeben. Ja, ich würde jetzt einfach mal schätzen, wir sollten zurück zu unserem Heimatort, nach Devonport. Und wahrscheinlich gibt es dort eine Mission. So würde ich jetzt zumindest vermuten, oder? Oder? Ne. Ich sehe keine Mission. Vielleicht bin ich blind, vielleicht auch nicht. Aber hier ist, glaube ich, keine. Also auch keine Nebenmission oder sonst was. Deshalb strange. Aber na gut, den Händler besuchen wir noch und vielleicht reisen wir nochmal zurück in unsere Siedlung und gucken da, was, ob da vielleicht was ist. An Missionen. Und wenn nicht, dann schauen wir einfach mal, was als nächstes so anstehen müsste. So. Einmal ganz kurz abklappern. Geschäftsbuch. Wir haben jetzt in der Siedlung zurückgekehrt. Profit. Oh, gefällt mir. Pläne, was haben wir denn für Pläne? Okay, da geht's leider noch nicht. Der hier. Ja, mach mal bitte Fässer. Guter Plan, hä? Lager, was haben wir denn? Können wir daraus was machen? Ich kaufe mir einfach mal ein bisschen was ein. So, herstellen, Pläne. Reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. Wir müssen auch ein paar Tiere erledigen. Aber eigentlich Fässer sollten wir doch herstellen können, oder? Nee. Ich glaube, wir können gerade nichts herstellen. Oh, oder können wir vielleicht dennoch irgendwie Handel betreiben? Was würde es am Profit machen? 10 Pfund. Hier sind ja noch Pfund. Ha. Ne, das ist nicht lohnenswert, das Geschäft. Zum Geschäftlichen. Ja, würde ich auch sagen. Kaufen wir mal ein paar Karten ein. Verbrauchsmaterial, was haben wir hier? Pfeile, das ist mir aber relativ egal gerade. Monturen auch, Karten nicht. Ausgerüstet, das kaufen wir uns. Boah, wobei, was ich als am ehesten haben würde eigentlich, direkt schon für den Anfang, sind die Klunker. Das sind die Klunker für alle, ne? Ganz... Klunker der Welt. Einmal nach Seitenkarte. Nee. Ah, reicht, wenn wir erstmal für Boston kaufen. Wenn wir noch Kohle haben, fürs Grenzland vielleicht auch. Ja. Was ist das hier? New York, New York, New York. Lexington. Alle Federn in der Umgebung von Lexington. Federn, Federn, Federn. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht so viel. Ich glaube, den Rest durch die Kohle behalte ich einfach mal erstmal. So, besten Dank, der Herr. Gut.
Ja, die Karte ist schon ein wenig gefüllter. Vor allem hier im Norden ist ein bisschen was. Dennoch, ich würde... Oh, der wäre sowas gewesen. Das machen wir aber... Ach, hier kann man hin. Wow. So hätten wir die ganze Zeit schnell reisen können. Das hätte ich nicht gewusst. Oh, Moment. Kann man das hier auch machen? Ah, für das Schiff. Der Herr, können wir uns mal kurz unterhalten? Dankeschön. Was ist das denn? Die Jagd? Ja. Nee, das machen wir aber nicht hier. Boston, Grenzland. Wir wollen hier hin. So. Ich finde auch schön, dass er hier in der Gegend die Maske abnimmt. Die Kapuze, meine ich. Hingebeinsklunker machen wir jetzt nicht. Hier ist eine Werft. Haben wir hier die gleichen Missionen? Ja, okay. Das wäre das hier, die Jagd. Das wäre, glaube ich, eine Special-Mission. Na gut, interessiert uns. Ah, hier ist eine Mission. Ja, seht ihr? Oh, ich hätte Bock eigentlich weiterzumachen. Komm, ich mach mal weiter. Aber erstmal fangen wir damit an, dass ich hier in Schnellreise. Also so ein, zwei Sachen will ich heute vielleicht noch machen. So, unter anderem will ich hier hin und das Ding sammeln. Das ist zwar ein bisschen weit weg, aber egal, ich will das von der Liste haben. Denn das stört mich. Wobei ich meine, wahrscheinlich kommt man da auch, glaube ich, bei einer Mission hin, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber das dauert mir zu lang, also wie ich das jetzt schon habe. So, da könnte man hochkommen. Ich habe auch irgendwie in einem Video gesehen, wie man da hochkommt. Das ist ein bisschen tricky, das ist nicht direkt sehbar. Das ist ja auf jeden Fall erhöht. Das sehen wir ja schon, ne, daran, dass es so hoch oben ist. Aber es gibt einen Punkt anscheinend, an dem man hochklettern kann. Oh. Ach, Freunde, ey. So, du auch. Und mein letzter Freund. So. Her mit der Beute. Ja, Mann. So, du auch. Weil das Stuff brauchen wir ja. Soweit ich weiß, um ein paar Dinge herzustellen. Ja, Mann. Okay. Hier. Hier muss man hoch. Das Ding ist da hinten, aber hier muss man schon anfangen hochzuklettern. Das ist halt eben die beschissene Sache leider. Ah, naja. Hier übrigens, hier oben ist, glaube ich, noch die Siedlung von Connor. Also, wo die Ureinwohner da wohnen. Ich frage mich, ob wir da später nochmal hinkommen. Das habe ich aber in einem Video gesehen. Das habe ich mich die Frage gestellt. Mir die Frage gestellt. Deutsch, Profi. On the row. So, das war es auch noch nicht ganz so. Und da wären wir. 4 von 4 in dieser Siedlung. Ich habe das Gefühl, hier waren wir schon mal. Vielleicht irre ich mich auch. Also sag mal,
Wo fliegen wir denn hier hin? Okay, doch. Alter, ohne Scheiß. Ich dachte kurz so, hä? Da ist ja gar nichts. Ah, da war zum Glück was. Hier ist auch keine Mission, oder? Ne. Hier ist keine Mission. Ja, also keine Nebenmission, wo man neue Leute ins Dorf holen kann. So, du kommst mir mal schön her. Ach, weißt du was, wir müssen da doch gar nicht hinlaufen, ne? Ich vergesse die ganze Zeit. Ja, die ganze Rumlauferei ist aber auch ein bisschen unnötig halt, ne?